Hallo, mein Name ist Pasquale Leardi, ich bin Schauspieler und Vater von zwei Kindern. Und ich mache mir Gedanken. Alle reden immer von Überlastung des Gesundheitssystems, aber andere Systeme sind auch überlastet, zum Beispiel die deutsche Polizei. Jahrelang war es friedlich, sie mussten nicht viel machen und jetzt? Jetzt müssen sie auf einmal Jugendliche im Park jagen, Passanten ohne Maske drangsalieren, Leute, die im Park sitzen, Bußgelder aufbrummen, die sind total überlastet. Und deswegen habe ich beschlossen, meinen Beitrag zu leisten. Ich habe mir jetzt einen Gummiknüppel und einen Helm angeschafft. Und wenn meine Frau und meine Kinder nicht den richtigen Abstand halten, dann haue ich drauf. Auf die Art entlaste ich unsere Sicherheitskräfte und leiste meinen Beitrag für die Gesellschaft in dieser schweren Zeit. Bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können. Guten Tag, mein Name ist Cem Ali Gültekin. Ich bin Schauspieler und möchte was für die Gemeinschaft tun. Neuerdings brauchen Kinder für die Schule einen Test, der nicht älter sein darf als 6 Stunden. Da habe ich mich freiwillig gemeldet. Jetzt mache ich die Tests für die gesamte Nachbarschaft. Nachts um 2 geht's los. Da gehe ich dann von Haus zu Haus, klingel die Nachbarn wach und hole die Kinder nacheinander aus ihren Betten. Dann stecke ich ihnen so ein Teststäbchen in den Hals. Manche bekommen davon einen Würgereiz, müssen sich übergeben, da kümmern sich dann aber die Eltern drum. Morgens um 5 ist die Runde zu Ende. Dann gehe ich nach Hause, hole meine Kinder aus dem Bett und teste sie. Und weil es sich im Grunde danach nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen, lasse ich sie bis 7 Uhr vorm Haus stramm stehen. Dann geht sie in die Schule. Ist für uns alle nicht einfach, aber das ist unser Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Deswegen bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können für die Gemeinschaft. Guten Tag, mein Name ist Wotan Wilken-Göring, ich bin Schauspieler. Aber das tut ja gar nichts zur Sache, wir sitzen da gerade alle im gleichen Boot. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir drin bleiben müssen und nicht raus dürfen? Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann geht es uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Und dann bin ich gar nicht drin, sondern draußen. Also, bleiben Sie positiv. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Ich bin Martin Brambach, Schauspieler, und ich habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln. Und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen. Und es gibt ja ständig neue Maßnahmen und Regelungen. Ich halte mich immer auf dem Laufenden. Da bin ich der Erste, der das weiß und kann den Menschen in meiner Umgebung sagen, was sie falsch machen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Den mache ich fertig. Dem sage ich dann, dass er ein rücksichtsloses Arschloch ist. Das ist für mich gelebte Solidarität. Weil am Ende ist das gut für uns alle. Bleibt gesund.
bleibt solidarisch. Haltet euch an die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Hallo, ich bin Heike Makatsch. Ich bin Schauspielerin. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Vielleicht ist es Lieferando, vielleicht Amazon, DHL. Egal, ich mache nicht auf, weil ich Verantwortung übernehme. Für dieses Land. Und es macht mir große Sorgen, dass es da draußen egoistische Leute gibt, die aufmachen wollen. Gerade jetzt, wo es besonders wichtig ist, dass wir alle nicht aufmachen. Ich mache immer noch nicht auf. Vielleicht stapeln sich da draußen die Pakete und die Pizzas. Aber damit müssen wir klarkommen. Wir alle, die wir in diesem Haus leben. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und machen Sie auch nicht auf. Hi, mein Name ist Ben Münchow und ich bin Schauspieler und Musiker und ich war schon immer sehr faul. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass faul sein alleine gar nicht ausreicht. Ich habe jetzt auch aufgehört zu denken. Ich meine, wenn ich auf den Gedanken komme, kurz nachzudenken, dann denke ich einfach sofort nichts mehr. So. Neulich hatte ich den Gedanken, das Haus zu verlassen. Einfach so. Zum Glück habe ich diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht. Denken Sie doch mal darüber nach, was passieren würde, wenn alle einfach vor die Tür gehen würden. Die würden ausrutschen, hinfallen, sich was brechen. Das zeigt doch eindeutig. Wir sollten alle zu Hause bleiben. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie denkfaul. Und denken Sie nicht an Lockerungsübungen. Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. Hallo, mein Name ist Felix Klare. Ich bin Schauspieler, bin Vater von 4 Kindern und mache seit geraumer Zeit mit ihnen Homeschooling. Und weil der Staat ja neuerdings wieder ziemlich klare Ansagen macht, mache ich das mit meinen Kindern jetzt auch. Neulich habe ich auf dem Dachboden die Tagebücher meines Urgroßvaters gefunden. Und da konnte ich mir einige Sachen ziemlich gut abgucken. Zum Beispiel müssen meine Kinder jetzt immer sofort aufstehen, wenn ich den Raum betrete. Und wenn sie frech sind und wieder Worte geben, bekommen sie eins hinter die Ohren. Und im Wiederholungsfall werden sie schon auch mal übers Knie gelegt oder müssen mit Eselsmütze in der Ecke stehen. Klar, es fällt mir nicht immer leicht, aber ich mache das letztendlich für meine Kinder, damit sie lernen, was es heißt, Verantwortung später zu übernehmen. Letztendlich für uns alle und für die Menschen, die mir wichtig sind. In diesem Sinne bitte ich Sie, bleiben Sie gesund, unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und erziehen Sie Ihre Kinder bitte zur Disziplin und Hygiene. Vielen Dank. Mein Name ist Kostja Ullmann, ich bin Schauspieler und das ist mein Handy. Zu Beginn der Pandemie habe ich mich gefragt, was ich tun kann, ja, was mein Beitrag ist. Anfangs habe ich noch sehr viel telefoniert mit Freunden, mit Verwandten. Aber irgendwann fiel mir auf, dass das falsch ist. Denn wenn man sich hört, will man sich irgendwann auch sehen. Und wenn man sich sieht, kann man sich anstecken. Und deswegen habe ich alle meine Kontakte von meinem Telefon gelöscht. Damit schütze ich mich, aber auch andere vor möglichen Kontakten. Und es geht ganz einfach. Gehen Sie auf Kontakte, alle auswählen, löschen.
helfen Sie mit. Löschen auch Sie alle Kontakte und unterstützen damit die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Ken Duken, soweit ich weiß. Und ich bin Schauspieler, glaube ich. Ich bin seit einiger Zeit so verunsichert. Wobei ich mir allerdings ziemlich sicher bin, ist, dass wir im Moment nicht sicher sind. Denn wenn sich diejenigen, die sich eigentlich sicher sein sollten, dass wir sicher sind, unsicher sind, ob wir nicht vielleicht doch unsicher sind, wie soll sich dann jemand wie ich sicher fühlen? Und sicherlich ist Sicherheit am allerwichtigsten. Deshalb unterstütze ich die Corona-Maßnahmen. Egal, welche dann mal wieder an der Reihe sind, damit wir alle sicher sind. Aber um wirklich sicher zu gehen, muss man jeden Tag nachschauen. Denn was heute sicher ist, ist morgen vielleicht schon unsicher. Nun ja, wenn wir so weitermachen, verunsichern wir vielleicht sogar das Virus. Und am Ende ist das womöglich sinnvoller, als rechtzeitig Impfstoff zu bestellen. Wer weiß. Aber bis wir uns sicher sein können, dass die Pandemie vorbei ist, bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Welche auch immer genau an diesem Tag sicher sind. Wobei, wie können wir uns eigentlich sicher sein, dass die Pandemie vorbei ist? Da können wir uns eigentlich nie sicher sein. Und weil man sich mit der Sicherheit nicht sicher sein kann, bleibt am Ende nur ein Weg. Noch mehr Sicherheit. Wie gesagt, ich bin letztlich so verunsichert. Mein Name ist Peri Baumeister. Ich bin Schauspielerin und ich rede gerne Blödsinn. Und die Pandemie, die hat mir gezeigt, dass Blödsinnreden ganz einfach sein kann. Man muss nur die Pandemie erwähnen und dann zwei Gegensätze aneinander hängen. Also, zum Beispiel. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Verzweiflung auch Glück sein kann. Die Pandemie hat mir sogar gezeigt, dass oben auch unten sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich jeden Blödsinn sagen kann, solange ich mir dabei die Hand aufs Herz lege und eindringlich in die Kamera schaue. Also tue ich das jetzt. Ich lege meine Hand aufs Herz. Ich blicke eindringlich in die Kamera und spreche: Bleiben Sie gesund und vertrauen Sie den Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Nina Gummich. Ich bin Schauspielerin und ich mache mich stark für die Meinungsfreiheit. Besonders jetzt, während so turbulenten Zeiten wie der Corona-Pandemie. Deswegen habe ich mich in den letzten Monaten Stück für Stück von meiner eigenen Meinung befreit. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut damit. Eine eigene Meinung zu haben, ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch. Führt zu immer mehr Infizierten und verunsichert nicht nur mich selbst, sondern auch mein gesamtes Umfeld. Und das muss ja nicht sein. Es ist für uns alle am besten, wenn wir einfach das wiedergeben, was uns von der Bundesregierung aufgetragen wird. Denn nur so können wir uns in der Gemeinschaft wieder solidarisch und aufgehoben fühlen. Ist es auch besser. Also mein Ratschlag für alle, die noch was werden wollen, befreit euch von eurer eigenen Meinung. Keine Meinung ist die beste Meinung. Mein Name ist Nina Proll. Ich bin Schauspielerin. Früher dachte ich, ich könne frei und selbstbestimmt Karriere machen. Doch das war naiv. Die Pandemie hat mir gezeigt, wo mein Platz ist. Sie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann, dass Sicherheit Freiheit ist, dass Gesunde auch krank sein können. Und nicht nur Frauen sind zu dumm, um zu wissen, was gut für sie ist. Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen freitags sagt, was sie montags machen dürfen, wen sie treffen, wohin sie gehen und welchen Beruf sie ausüben dürfen. Gott sei Dank haben wir in Österreich so jemanden. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass Virologen unser Leben bestimmen, denn nur sie können beurteilen, was für uns wirklich gesund ist.
Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Thank you.